Dein Schatz, dein Wunschpartner, dein Herzensmensch. Du hast immer noch eine ganz starke Verbindung zu ihm, aber da hat sich eine andere Person zwischen eure Verbindung, Beziehung gedrängt. Und er ist da irgendwie ein bisschen abgedriftet. Und da schauen wir jetzt mal nach, was es damit an sich hat und was da auch los ist. Was genau diese Situation, er mit der anderen Person. Kann jetzt eine Beziehung sein, in der er ist, kann aber auch eine Person sein, Freund, Freundin, Familie. Na? Ihr wisst ja, wir sind hier im Kollektiv und da muss ich das immer etwas verallgemeinern. Das ist immer anders bei persönlichen Readings, aber ihr wisst es ja. Na? Aber ich weiß, ihr holt euch dieses Puzzleteilchen raus, was für euch bestimmt ist, was ihr braucht für euch und wandelt euch das auch so für euch um, für eure Situation. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Gerade wenn es dann um dritte Personen geht. Ne? Personen sind in der Kollektivlegung immer geschlechterneutral. Das ist dein Gegenüber männlich wie auch weiblich. Aber ich weiß, ihr macht das wirklich absolut spitze. So, jetzt schauen wir mal, was denn da wirklich auch los ist. Und erstmal ein ganz, ganz herzlich liebes Hallo an euch. Ihr seid so liebevoll, wundervoll. Ich danke euch von ganzem und tiefstem Herzen, dass es euch gibt. Und sende euch ganz, ganz, ganz viel positive Energie. Ja, und die Frage, die wir heute im Kollektiv, die ich jetzt heute stelle, die war ja auch wieder in den Kommentaren gestanden. Und ich möchte nochmal mit dazu sagen, zwei Fragen kann ich nicht in einer Frage verpacken. Na? Und ja, wie gesagt, wir machen das jetzt so. Und könnt auch immer wieder weiter sehr, sehr gerne in den Kommentaren also Vorschläge für ein Thema, eine Kollektivlegung stellen, wenn sich die jetzt eben mischen lassen würden. So, schieben lassen. Könnt ihr mal sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich da mal riesig darüber. Und ich freue mich auch immer über jeden einzelnen Kommentar von euch. Ihr habt so viel Herzlichkeit, ihr habt so viel Herzenswärme. Und dann möchte ich auch noch gerne was mit erwähnen. Dieses Kollektiv, ich schätze es unendlich, das Kollektiv. Euer Miteinander, ne? Aber bitte geht immer fair miteinander um, ne? Jeder Mensch hat seine Thematiken, seine eigene Persönlichkeit und seine Themen. Nicht jeder Mensch ist gleich und kann aus seiner Situation raus. Also da bitte ich immer ein bisschen Verständnis den anderen auch gegenüber und wünsche euch immer das Allerbeste, immer und das von ganzem Herzen, ihr Lieben. So, wir schauen jetzt mal weiter. Dein Herzensmensch, die Verbindung mit der anderen Person. So, wir haben als allererstes das Ass der Stäbe. Ass der Stäbe, da ist schon, ja, er oder sie ist sehr unsicher. Ich habe diese Unsicherheit und gerade auch so planlos, ne? Aber trotz alledem, was ihn oder sie hier beschäftigt, ist so ein bisschen auch dieses Rückblickende. Und da, als ob jemand hier auch so ein bisschen auf eine Gelegenheit wartet oder irgendwas oder eine Gelegenheit, die noch nicht greifen kann. Irgendwas ist da, ne? Und aktuell sehe ich ihn schon so ein bisschen, dass es ziemlich stark um das Materielle auch geht. Und aber wie gesagt, auch so ein bisschen verplant, ne? Planlos, also es ist die Unsicherheit. Sagen wir mal so, dieses Planlose, mir ist jetzt hier von der Energie, was ich jetzt hier spüre, ist die Unsicherheit stärker. Irgendwas oder wer? Oder irgendjemand, so heißt es, glaube ich, verunsichert ihn oder sie. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Okay, also bei deinem Herzen, ja, deinem Herzensmenschen, ich muss bloß immer, weil die Karten, muss ich mich immer neu orientieren, weil das jetzt ganz andere Karten wieder sind von der Symbolik her und von allem. Wir haben auf jeden Fall Schwerter und wir haben die Vier der Schwerter. Bei den Vier der Schwertern wird schon gezeigt, da ist so ein Stillstand, also wie eine Ohnmacht. Ne? Ohnmacht und diese Unruhe, die wir auch haben, diese Unsicherheit, diese Ohnmacht noch mit dazu.
ist schon auch, wie gerade, auch was die Liebe betrifft, das ist wie gezwungen, eine Pause, ungewollt. Irgendwas ist hier ungewollt geschehen. Ich habe die Frustration bei deinem Herzensmenschen. Absolute Frustration. Und da ist schon ja, ist der Abstand auch. Also ich denke mal schon, dass ihr Abstand, vermehrten Abstand oder kompletten Abstand habt zueinander. Ne? Weil da irgendwas stimmt nicht. Das ist irgendwas ganz, ja, irgendwas passt hier nicht. Und wir sind jetzt hier in der Energie von einer dritten Person. Ne? Also da sage ich mal, ihm geht's jetzt, kann ich das schon mal ganz sicher sagen, definitiv nicht gut. So, und dann haben wir noch die Sonne. Und bei der Sonne ist es schon so, dass es gerade vielleicht nicht so sonnig bei ihm ist. Ne? Aber ich habe ihn auch ein bisschen sehr müde und verwirrt. Also dieses Verwirrte, dieses Unsichere, Unruhe haben wir jetzt wirklich, also absolut straight. Ne? Es ist de definitiv so. Und da fehlt ihm auch wirklich so diese Vitalität und dieses Positive. Also ich sag mal so, es scheint, dass er wirklich gerade ziemlich negativ eingestellt ist. Ne? Also nicht so vielleicht so der Optimist, eher so der Pessimist. Ne? Aber irgendwas bewegt sich ja aber trotz alledem. Denn wir haben diesen Rückblick ja auch. Und Rückblick, wenn wir die Kombination mit der Sonne nehmen, ist auch so, dass da auch wieder Rückblick ein bisschen zur Sicht. Irgendwas holt er, ne, aus dem Rückblickenden. Und wo es vielleicht noch ein bisschen wieder diese Zuversicht gibt oder so ein Lichtblick auch, ne? Also da sage ich mal, also gut geht's ihm nicht, komplett verwirrt, ne? Unruhig, unsicher, verwirrt. Ups. Und jetzt schauen wir mal, was denn da wirklich auch los ist. Was es denn mit dieser dritten Person hier auf sich hat? Die sind auch schon mal ganz gespannt. So. Ja, genau. Also, wenn ich euch jetzt schon mal ganz am Anfang sagen kann, das ist deutlicher, geht es nicht. Ich habe ganz viel Unruhe, ganz viel Unsicherheit hier, auch in der Klärung, also in diesem Intensiven. Ne? Ihr wisst ja, wir gehen ja komplett immer in die Klarheit rein. Und du bist auf jeden Fall immer noch Thema bei deinem Herzensmenschen. Und dritte Person haben wir definitiv auch. Ich sage euch jetzt schon mal, es schaut jetzt schon sehr interessant aus, was hier gezeigt wird, weil hier geht es richtig ab. Ne? Also, wir haben bei deinem Herzensmenschen nämlich komplett hier liegen die Verbindung. Also, hupala, ich bin am Kabel hängen geblieben. Bei euch schaut es so aus, dass ihr in einer Verbindung gewesen seid, die Verbindung auch wieder getrennt wurde. Egal wie lange es her ist, ne? Ich habe so einen Abstand, ne? Der Abstand zwischen euch beiden, aber eure Verbindung habe ich auch mehr in dem Abstand, ne? Also beziehungsweise in dieser, in, ja, ich sage mal, es war jetzt nicht nur ein paar Wochen, dass ihr jetzt zusammen gewesen seid, weil ich so ein bisschen die Stabilität zwischen euch beiden habe. Und ja, bei deinem Herzensmenschen ist es aber auch so, was hier auch deutlich gezeigt wird, die Entscheidung, ne? Da haben wir dieses Rückblickende und wo er sich ein bisschen Zuversicht holt, dass das nämlich auch nicht richtig gewesen ist. Also das wird ja auch schon mal ganz deutlich gezeigt zwischen euch beiden. Also beziehungsweise was in ihm oder ihr vor sich geht, ne? Wir haben deutlich zu sehen, ich habe ihn immer wieder sehr nachdenklich. Also wenn er jetzt auch mal die ganze Zeit total verkopft gewesen ist, weil hier scheint es um eine Veränderung zu gehen. Ich habe den Abstand, den er immer wieder genommen hat von dir, den Abstand, diesen Abstand wahren, ne? Und da ist es aber so und wollte auch nicht nachdenken, weil ich hier einen Wandel habe in dem Bereich, was die Gedanken betrifft, dass er hier jetzt mehr diesen Zugang wieder nimmt in diese Zuversicht, das Vergangene, was zwischen euch gewesen ist, eindeutige geht es hier nicht, wie es hier liegt, sich das immer wieder her und in seinen Gedanken, da ist immer noch was da, weil da ist auch die Entscheidung, ob er oder du sich getrennt hast, ne? Also das weißt du im Endeffekt selber, hier geht es aber im Allgemeinen um die Trennung. Und egal, wer von beiden sich jetzt hier das Ganze beendet hat, es geht um die Trennung und da ist auch so, damit kann er nicht mehr konform gehen. Es passt nicht. Es fühlt sich für ihn nicht mehr stimmig an. Und da haben wir auch sehr stark die Sehnsucht zu sehen. Und hier ist auch eine komplette Unruhe, also hier absolut. Ich habe ihn sehr unruhig allgemein in Gesprächen auch liegen. Und jetzt gehen wir mal hier auf die dritte Person. Die dritte Person, ja, sie gibt es. Ich habe diese dritte Person. Deutlicher geht es auch wieder nicht, komplett als materiellen Menschen liegen, als unruhigen materiellen Menschen, unruhigen materiellen Menschen.
möchte sich auch immer wieder präsentieren. Ich habe diese Person hier sehr stark sich zeigen, im Mittelpunkt stehen wollen. Ne? Immer wieder dieses, ja, ich bin's, ne? Einen Raum betreten und dann alle Aufmerksamkeit auf diese Person. Ne? Also so ist es ihr oder ihm am liebsten. Und da ist es das komplette Gegenteil von dir. Egal, ob du von ihr oder von ihm weißt oder nicht. Ne? Auf jeden Fall habe ich euch beide hier mit liegen und er ist komplett dazwischen, zwischen euch beiden und er ist sehr, sehr unsicher. Weil wenn er sich zum Beispiel jetzt getrennt hat, egal, also ist, wir nehmen jetzt einfach mal die Trennung. Die Trennung zwischen euch beiden, wie gesagt, ist er in dieser Position, wo er sagt, ah, das passt nicht mehr. Das war falsch. Es war definitiv falsch. Weil wir jetzt hier komplett wie einen, ich sage es immer nicht gerne, weil es hört sich immer doof an, wie einen Vergleich haben. Ne? Diese Person tut ihm definitiv nicht gut und da wird er richtig viel Spaß noch haben. Das war jetzt ironisch gemeint. Denn ich habe die andere Person liegen. Die andere Person, wir haben übrigens jetzt schon Abstand zueinander. Ne? Ich habe diesen Abstand, diese Distanz, dass es nicht mehr so ist, wie es mal gewesen ist, vielleicht vor einiger Zeit. Da hast du ihn vielleicht dann auch mal Kontakt mit dem gehabt, wo du gedacht hast, was ist das für ein Kind jetzt hier, ne? Total teenagermäßiges Verhalten und, konntest ihn auch selber nicht mehr einschätzen. Immer wieder die Rückzüge oder Verhaltensweisen, die du mitbekommen hast, wo du denkst, boah, sag mal, bist du noch ganz frisch, Junge. Und da ist es aber so, ich habe ihn immer mehr das annehmend von dieser Person, ne? Also so Verhaltenszüge. Und diese Person habe ich, wie gesagt, ja, sie ist so unternehmungsfreudig und will immer alles haben, will immer gesehen werden. Sie oder er ist wichtig. Punkt. Keine Diskussion. Ne? Und da habe ich ihn aber auch absolut komplett den Stress bei ihm liegen, weil diese Verbindung krankt mehr als irgendwas. Ne? Also nicht nur so ein bisschen, dass da mal so ein paar Unstimmigkeiten sind, weil ich jetzt schon den Abstand zwischen den beiden liegen habe. Und dann kommt on top noch dazu, diese Person hat nämlich jemand anderen. Na? Also da ist definitiv eine Verbindung, das kann jetzt ein Ex-Partner, ein Ex-Mann sein, ne? Weil ich dann schon eigentlich mehr so, kann auch sein, dass er einfach nur kennt, ne? Ich habe es jetzt hier in dieser Kollektivlegung schon so liegen, dass es mir eine Person ist aus der Vergangenheit, die er oder sie auch kennt oder vielleicht schon mal in einer Beziehung gewesen ist, ne? Auf jeden Fall Fakt, egal ob schon mal gekannt oder nicht, ne? Fakt ist, da ist eine andere Person. Und da haben wir nämlich auch die Lüge, die Unehrlichkeit in Richtung zu deinem Herzensmenschen, weil dein Herzensmenschen weiß eigentlich, dass es hier eine andere Person noch gibt aus der Vergangenheit. Deswegen habe ich vorhin Ex angesprochen. Ne? Und weiß es auch. Und da krummelt ihm auch schon immer wieder der Magen, weil er weiß oder auch ahnt, dass der Kontakt noch nicht abgebrochen ist. Na? Und wenn er es ahnt, wird es auf jeden Fall hier ans Tageslicht auch kommen, weil das Geheimnis, was immer im Geheimnis gehalten wurde von ihm oder von ihrer Seite aus, dass hier noch mehr Kontakt mit dem anderen Mann oder Frau ist, was sie ihm, dein Herzensmenschen, gesagt hat, das kommt nämlich ans Tageslicht. Dieses Geheimnis wird sich lüften. Und da habe ich, da sage ich ganz ehrlich, da geht die Luzi ab. Ne? Also da geht wirklich der Punk ab, weil da, sage ich mal, ein Wortgefecht, also das ist bitterböse. Ne? Und das ist auch das, weil dein Herzensmenschen habe ich in der Herzlichkeit liegen, ne? Was er auch nicht gezeigt hat, er hat sich dir auch nie richtig geöffnet. Ihr beide wart auch egal wie in der Verbindung nie komplett in eurer Leichtigkeit miteinander gewesen. Und da ist es so, da sprengt es hier gerade alles. Ne? Da wird komplett seine Schutzmauer und alles Mögliche gesprengt. Und da sage ich, ja, hört sich jetzt auch komisch an, aber was passt denn hier nicht? Aber diese Person hat es irgendwie auch gebracht, weil sie der Sprengstoff, der Zünder ist von dem Ganzen, dass hier komplett die ganze Blockade, dieses ganze, diese Fassade von außen gesprengt wird. Ne? Weil so einiges hat sich hier schon gelöst, also schält sich hier schon ab und bröckelt hier auch schon runter. Ne? Es ist nicht mehr, dass es hier boom auf einmal, nur einmal so ist, sondern es hat bereits schon begonnen. Denn ein Herzensmensch kommt immer mehr in die Verbindung, wie viel du ihm bedeutest, dass da immer noch was ist. Ne? Haben wir aber immer noch so ein bisschen eine Hemmschwelle. Da haben wir so ein bisschen so ein kleines Kind, ich mache da jetzt mal die Augen zu, dass mich keiner mehr sieht, so in der Richtung, ne? Dieses Weglaufen, vielleicht kann ich das da noch irgendwie halten oder, weil ich nämlich bei ihm, wie gesagt, der weiß von einem anderen Mann und da habe ich so dieses Konkurrenzdenken immer wieder. Ich habe sehr stark die Eifersucht, ne? Sie habe ich übrigens sehr eifersüchtig, aber mehr aufs Geld, ne? Mehr aufs Geld und sie muss immer, wie gesagt, die Queen sein, ne? Bei deinem Herzensmensch ist es so, das ist so wie so ein stolzer Bockel, der dann irgendwie da so rumrennt. Und nein, und ich schaffe das und ich bin der Beste. Na, so habe ich ihn. Aber ich habe ihn jetzt schon so kraftlos hier liegen und so
aktuell nicht konstant, aber aktuell ist so in der Energie sehr, sehr nachdenklich, dass da irgendwas nicht passt. Und wie gesagt, hier haben wir auch noch mal dieses Rückblickende, was auch mal gewesen ist. Und rückblickend haben wir jetzt auch die Antwort: Es geht hier um dich, um eure Verbindung, die ihr miteinander habt. Und da kommt immer mehr der Zugang in diese Richtung. Also da sage ich euch, das ist definitiv, das ist eigentlich für mich jetzt hier fast schon zu Ende, die Beziehung. Ne? Also es ist schon die Trennungsphase. Und eine Phase, sage ich mal, wie gesagt, er versucht alles immer gern so ein wenig hinauszuschieben. Ne? Und sie zieht sich ja am besten immer durch den kompletten Nutzen raus, bis das andere hier, bis das Thema mit dem anderen Mann hier safe ist und dann kick und hier, let's go, weiter geht's. Ne? Also so habe ich das hier liegen. Und da ist es aber so, ja, klar, dass man den Menschen, man muss ihn nicht immer wieder oder sagen, ja, ich bin jetzt hier so ein Austauschmodell, weil es hier nicht geklappt hat, ne, sehe ich jetzt in dieser Legung nicht. Weil hier in dieser Legung sage ich, diese Person hat es gebraucht, damit eure Verbindung nämlich wirklich in Liebe mal komplett entstehen kann. Und dass ihr mal eure Liebe miteinander lebt, ne, ohne diese Schwere und dieses nicht richtig fallen lassen können, weil da hing's und hapert es immer, ne, entweder bei deinem Herzensmenschen mehr oder bei dir ein bisschen mehr. Aber so ganz diese Balance, diese Gleichheit habe ich jetzt noch nicht gehabt bei euch, was ich jetzt hier in der Vergangenheit sehe zwischen euch, ne. Und das ist das, was jetzt hier komplett aufgelöst wird. Ich habe eine große Veränderung, einen Neubeginn und Neubeginn in diese Verbindung wieder zwischen euch. Und du wirst die Entscheidung haben, ob du ihn oder sie noch zurücknimmst oder nicht. Er wird auf jeden Fall einen Anlauf starten, aber ist jetzt auch hier nur ganz am Rande, vage angezeigt auf jeden Fall. Du hast die Entscheidung. Und du wirst in diese Position kommen, diese Situation kommen, wo du dich entscheiden kannst, ob du ihn oder sie noch willst oder nicht. Na? Und deswegen sage ich, hier ist keine Option oder irgendwas, sondern du wirst eine Veränderung mitbekommen, wo du sagst, wow, ich entscheide, weil ich dich nämlich auch viel stärker, viel mehr in deiner Stabilität nämlich liegen habe. Na? Jetzt, mittlerweile. So, was haben wir denn noch? Wow, also, zum einen haben wir... Das sind die Kelche, genau. Ich muss bloß mal gucken, weil wie gesagt, da sieht man es jetzt nicht so ganz deutlich. Wir haben drei der Kelche. Und drei der Kelche ist wirklich wieder diese Gemeinschaft, euer Miteinander zu sehen. Ne? Und da ist aber so, wir sind jetzt aber eigentlich hier mehr bei der Frage, ich möchte es gerne mitnehmen, weil du ja auch mit aufgetaucht bist in dieser Legung. Ne? Aber die Hauptfrage war ja die Verbindung mit einer anderen Person, ne? Sei es auch, wenn es eine Affäre, Beziehung, wie gesagt, egal wie, ne? Die andere Person haben wir hier. Und da muss auch nicht sein, übrigens, möchte ich gerne noch mit dazu sagen, das ist jetzt wirklich eine Beziehung, das kann auch nur eine Bekanntschaft, freundschaftliche Beziehung sein. Er hat aber alles getan, weil ich sehe jetzt hier nicht wirklich Liebe dazwischen, deswegen, ne? Das ist einfach nur falsch, das war falsch. Na, es ist auch ein Geheimnis von dieser Verbindung. Also so ein bisschen, da ist die Lüge. Ich habe immer wieder stark die Lüge mit dabei. Und es kann auch eine andere Person sein, die ihn einfach nur zu ihren oder seinen Gunsten ausnutzt. Es ist so. Ich habe hier dieses Ausnutzen liegen. Na? So, jetzt weiter. Wir haben 8 der Kelche. 8 der Kelche zeigt auch der, ich habe vorhin, glaube ich, 4 der Kelche gesagt. Ne, nee, Entschuldigung, 3 der Kelche. War ich bei 3 der Kelchen? Okay, wir streichen das Ganze. Wir sind nämlich hier bei 8 der Kelchen. Und 8 der Kelche zeigt hier ganz, ganz deutlich, dass es hier auch, dass dein Herzensmensch diese Enttäuschung auch sehr, sehr stark sieht. Er wird enttäuscht. Und ich habe ihn jetzt schon, dieses Suchende, dieses Kraftlose, dieses Suchende und die Enttäuschung. Die Enttäuschung bezieht sich aber darauf, was hier mit dir gewesen ist. Na? Diesen Schmerz hat es ganz deutlich gebraucht und oder diesen Schmerz, diese Schläge, der hier immer wieder auch bekommt, ne, öffnen hier immer mehr diese Weitsicht, diesen Lichtblick oder diesen klaren Blick, was du ihm bedeutest, ne? Und wie enttäuscht er eigentlich von sich selber ist, was er auch getan hat, dass es nicht schon er gesehen hat. Und da ist es auch so, da ist jetzt nämlich, da wird das Herz nämlich jetzt kommen, dieses, ja, das war das Herz, das tut jetzt auch richtig weh. Ich habe diesen Herzschmerz hier, weil da haben wir die Sehnsucht nämlich sehr stark. Und da kommt dein Herzensmensch definitiv hin. Und wie gesagt, dieses Kraftlose, aber auch dieses Suchende auch wieder. Ne?
Und da habe ich aber schon auch dieses, ja, wie gesagt, von sich selber sehr stark die Enttäuschung. Und im Grunde genommen habe ich ihn eigentlich nur mehr flüchtend. Ne? Es war eine Flucht gewesen. Und sie hatten halt im besten Moment gekrallt, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir drei der Stäbe. Bei den drei der Stäben ist schon deutlich zu sehen, dass er hier wieder in die Zuversicht geht. Und so auf Erkundungsschau, ne? So dieses alles wieder, dieses Vorausschauen der Erkunden, was er hier noch tun kann. Ne? Weil er kommt, und das habe ich jetzt nicht mal so lange jetzt eigentlich liegen, aber ihr wisst Zeit, ne? Das ist nämlich hier die Beziehung mit dir, dass das sein Glück ist. Und da habe ich die Glücksgefühle wieder. Und da ist es so, dein Herzensmensch wird auch da eine gesunde Basis schaffen für eine glückliche Beziehung, wenn du noch möchtest. Aber auf jeden Fall habe ich wieder diese Aussichten, also raus aus dieser Zurückhaltung, rein in die Sicherheit und raus auch aus dieser Ignoranz. Definitiv haben wir die Bewegung drin, dieses wieder vorausschauend und wieder diese Selbstsicherheit, diese Zuversicht. Na? Und auch dass da wieder, wie gesagt, der klare Blick kommt, weil es ist, als ob er eigentlich wie vernebelt wurde, ne? Und so mit so, irgend so, mit so einem dunklen Schleier irgendwas da umhüllt wurde und einfach bei ihm jegliche Sicht gefehlt. Ne? Aber es ist schon manchmal wirklich Wahnsinn, was Personen beim anderen Menschen auslösen können. Ne? Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss, ihr Lieben!